Juan Capote, den wir hier zeigen, ist ein politischer Bildhauer. Wie alle Kunst in Kuba oder Kunst, die aus Kuba kommt, immer politisch angehaucht ist. Wir sehen hier zwei Blöcke im Wesentlichen, Papierarbeiten an den Wänden und eine große Bronze auf dem Boden. Die Papierarbeiten sind neue Arbeiten, die im Grunde alles Entwürfe für zukünftige Skulpturen sind und die sich in ironischer Weise mit Gegebenheiten, politischen wie persönlichen Gegebenheiten in Kuba auseinandersetzen. Der Künstler lebt in Havanna, arbeitet in Havanna, aber gehört zu den Glücklichen, die ein Visum haben, mit dem sie ein- und ausreisen dürfen und ist eben viel in den USA. Die Arbeit, die auf dem Boden liegt, ist eine große Bronze, die in New York entstanden ist. Sie beschäftigt sich mit dem Thema Migration. Das ist eines der wesentlichen Themen in Kuba. Menschen, die die Insel verlassen, verlassen müssen, verlassen wollen, aber auch die, die sie verlassen wollen und nicht können. All das ist ein Thema in der Migration. Und so sehen wir hier also zwei entwurzelte Bäume, die natürlich Menschen repräsentieren, die entwurzelt sind, weil sie eben ihren Standort verlassen müssen. Repräsentiert durch die Converse-Schuhe, mit denen die Bäume hier ausgestattet sind und mit denen sie jetzt in ein neues Leben hineinwandern. Gilt aber auch auf der anderen Seite genau für die Leute, die bereits Kuba verlassen haben und irgendwo in der Welt sind und nach Kuba schauen. Und das ist das große Thema in der kubanischen Kunst. Juan Capote repräsentiert sicher führend die junge Generation von Künstlern in Kuba, die international auch zu sehen sind. Hat Kuba repräsentiert auf der Biennale vor 4 Jahren in Venedig mit dieser Arbeit und hat zusammen mit IYY im Longhouse Reservoir vor 2 Jahren die Sommerausstellung gemacht, ebenfalls mit dieser Arbeit. Und die Wände deuten eben auf das hin, was noch kommen wird. Die Rezeption der Arbeit hier ist großartig, die Menschen verstehen das. Es ist, wir haben das in sehr gute Sammlungen in Deutschland und auch über Deutschland hinaus vermitteln können. Wir hatten eine Einzelausstellung mit ihm in London und werden eine weitere Einzelausstellung in der Galerie in Hongkong mit ihm im November haben. Das ist auch der Übergang. Wir sind an diesen beiden Standorten vertreten mit unserer Galerie. Vor 10 Jahren machte London auf, vor 5 Jahren machte Hongkong auf. Und wir zeigen eben ein sehr breites Spektrum, auch eben hier mit Künstlern aus Brasilien, Kuba, natürlich Köln mit Candida Höfer, chinesische Fotografie, einen Schwerpunkt auch im Galerieprogramm. Ja, und wir freuen uns, in Köln zu sein.